So, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Let's Play von OMSI 2, den Omnibus-Simulator. Heute sind wir wieder mal zurück in Bad Hügelsdorf mit der M1 New Line City und zwar mit einer neuen Soundmod. Wir sagen, fahren von Dino Park zum Hauptbahnhof, wenn das alles so passt. Genau. Schauen wir mal, wie hier die Linie jetzt hier so ist. Dino Park, Sichelsberg hätten wir. Ah, ich will aber eigentlich. Ja gut, egal, dann fahren wir halt nur das zum Teil, weil ich fahre ja bestimmt keine komplette Linie als Let's Play. Guckt sich eh keiner an, also von daher, passt das. So, schwingen wir uns mal rein. Oh, das ist laut. Ich hoffe, man versteht mich noch, aber sollte man eigentlich ja. Ja, wir fahren schon mit Omni Navigation. So hört sich das. Dann fahren wir hier 3, 4. Na, Quatsch. Nord. Können wir auf Fahrplan klicken? Ah, ne, können wir nicht hier. Gut. Müssen wir das selber einstellen. Okay, eigentlich dachte ich, das ging. Das fahren wir sind 04, glaube ich, oder sowas. Ja, ist ja gut. Warte mal. So weit bin ich da noch gar nicht. Ne, das ist auch falsch. Wir fahren nicht vom Hauptbahnhof. Also haben wir einen anderen Plan. 2 Gewerbeparkgebiet, genau. Das passt. Haben wir um 10:28 Uhr Abfahrt. Haben wir 10:27 Uhr draus. Passt das. Würde ich mal so sagen. Ja, vor, zurück zu Ring, das ist mir jetzt erstmal relativ egal. Es hat sich eh gleich gerichtet, so. Würde ich sagen, geht's los hier in dem heißen Ofen. Ich hoffe, es steigt wieder ein. Aber ich habe irgendwie das Problem, dass irgendwie keiner einsteigen will, aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das ist ein bisschen komisch. Wir werden doch keine Fahrpreise angezeigt. Ach, das ist doch schon wieder scheiße hier. Warum geht das nicht, Mann? Egal, fahren wir die einfach so ab, dann ist das halt so und dann passt das auch. Gut. Attacke. Ja, wir haben ja das Viergang Void Getriebe drin, was für die Stadt, sage ich mal, ist. Also Viergang. Vier Gänge, lang übersetzt und ja. Ist ja cool, wieder mal was Neues. Fetzt auf jeden Fall, zieht gut ab die Karre. Als Schenki ist es halt eine Gurke, aber als Solobus ist es echt in Ordnung. Oh, hier fahren wir nach links. Ah, ich müsste vielleicht mal die Spiegel einstellen. Linken Ohr noch, aber wo eigentlich passt, ah, ein bisschen noch. Oh, rechten Ohr noch einstellen, schnell hier. Ah, rutscht der Bus oder was? Will er mich verarschen? Wo rutscht der hin? Egal, oh, es war eben grün, komm, Attacke. Manni! Ich grüße dich, meiner. Ja, das haben wir zwar nicht gesehen. Es hängt, es hängt! Ja, natürlich auf auch wieder mal schön zu fahren. Ich glaube, die Linie sind wir als Let's Play auch gar nicht gefahren, mal irgendwann. Also, ich wüsste jetzt eigentlich nicht, wann. Ich bin ja gestern mal schön gefahren hier zum Hauptbahnhof. Und war auch recht in Ordnung. Genau. Oh, ich weiß gar nicht, wie schnell wir fahren dürfen. 60, 70 km/h oder so. Aber naja. Also 60, alles klar. Hier soll ich mit 60 durch die Kurve fahren? Freilich. Ja, wie gesagt, ich habe gesehen, es kam lange kein Video. Jetzt über einen Monat. Hatte relativ wenig Zeit, sage ich mal.
Ja, ist ja, denke ich, nicht schlimmer. Oh, naja. So. Da will abbiegen. Oh, sind das hier alles so zugestellt? So, Gewerbegebiet Kohlberg. Die Kurve ist natürlich auch sehr interessant mit der Insel da. Aber naja. So. So, schön auf die Fußgänger aufpassen hier, dass man kein Umfahren. Los, kleiner Ströfler, Junge. Oh, wollen die mit? Wollen die mit oder sind da mir im Bus, hä? Ah ja, alles klar. Falls mir einer helfen könnte vielleicht, woran das liegen könnte, dass sie nicht einsteigen wollen. Ist eine gute Frage. Ich weiß, da steht Blitzer für diejenigen, die BBS fahren. So, jetzt fahren wir ein Stückchen Landstraße hier. Auch sehr fein auf jeden Fall mit so einer Straße hier, zweispurig und eine Spur, finde ich echt sehr cool, gefällt mir. Aber ich muss sagen, sie läuft echt flüssig heute. Was ist denn hier los? Naja. So, wir fahren in Richtung Sechelsberg. Also ja, theoretisch an der Kreuzung, glaube ich, nach links fahren. Oder nach rechts. Nee, rechts geht es ja eigentlich Richtung Erlenkrund. Aber ich glaube nach links. Ja, mal gucken. Ja, ich sage es halt scheiße, dass hier keiner einsteigt irgendwie. Ah, wir fahren zur Hauptbahnhof jetzt. Dann Eifel-Brunner-Weg und ja, Mozartweg, Kirchplatz, dies, das, Ananas. Da fahren wir bis zum Kirchplatz, würde ich sagen. Ja, und dann passt das. Ja. Schleicht er eigentlich da vorne auf der linken Spur rum? Das ist Überholspur. Hier gilt Rechtsfahrgebot in Deutschland. Auch naja. Kann sein, dass gleich ein bisschen rumleckt wegen der Innenstadt, aber das ist ja nicht schlimm. Grüße ich erstmal meiner. Ja, wir haben auch das schöne Weiden-Repaint drauf mit so einer Werbung. Ja, Abkühlung gefällig. Ein Riesenspaß für die ganze Familie. Wasser weltweit. Sieht sehr gut aus, richtig schön scharf eigentlich, muss man mal sagen. Die Texturen. Ist auch nicht immer so, dass das so ganz so scharf aussieht. Also schon an sich, aber. Ja, ist gut gelungen. Ja, was ist denn das für eine Abbeschaltung? Die war eben erst grün. Junge, Junge, Junge. Ja, für die, die sich die Soundboard runterladen wollt, guckt einfach an der Webdisk nach. Da gibt es das Ganze. Ansonsten schreibt da in die Kommentare, ob ich es verlinken soll. Dann schicke ich euch das und dann passt das hoch. So, auch sehr schöner Abschnitt. Also die Karte ist hier von 220. Ist echt doch wirklich top immer noch. Also macht richtig Spaß, das hier zu fahren. Oh, Falkenstraße, das ist nächste Haltestelle. So, jetzt kommen wir in die Innenstadt, in Bad Tönkelsdorf rein. Ah, natürlich STVO 50 km/h. Das Auto ist einfach verschwunden gerade. So, schauen wir mal. Wir halten trotzdem mal an, einfach, weil sonst wäre es auch blöd fürs Video. Aber die wollen nicht einsteigen. Ich verstehe das nicht. Es ist doch so behämmert. Haben wir eine Schiebetür oder was? Ist ja auch wieder geil. Naja. Oh, Abfahrt. Ja, sehr geiles Soundboard. Also macht auch richtig Spaß, das Fahrzeug zu fahren. Manfred, Junge, Stricher. Ich grüße dich. So, jetzt muss ich erstmal ein halbes Gedicht aufsagen, weil da wieder 10.000 Bussteige sind. Oh, naja. Lange Straße.
Was für ein Bussteig halten worden? Das ist doch da irgendwie links, ne? Am Bussteig 2. Alles klar. Ah, hier ist die Performance nicht ganz so geil, aber ist ja nicht schlimm. Ah, ich fahre ja mit allen Objekten an. Aber es läuft eigentlich doch an sich relativ gut. Es ist kein großer Unterschied, ob man jetzt alle Objekte ausmacht oder nicht. Und wie gesagt, für alle ist ein Shader drin. So sieht das Spiel original aus. Einfach nur grauenhaft und ekelhaft. Und so mit viel, viel schöner, alles schärfer. So, wo sind hier die zwei? Oh, ich hätte anhalten müssen, glaube ich. Ach shit, jetzt bin ich da vorbeigefahren. Naja. Die wollte eh nicht mit, also von daher fahren wir einmal hier rum. Alfred Brunnerweg, es bestehen Umsteigemöglichkeiten zu den Linien 301. Ja, da vorne hätte ich halten müssen. Ja, ist ja nicht schlimm. Über Augustaplatz 316 in Richtung Altes Schloss. So. Opa Heiko, fährt ihr auch? Sehr interessant, vielleicht siehst du dich ja im Video. Ich grüße dich. Grüße gehen raus. So, wir wollen ja mal nicht so schnell fahren. Ab da vorne hinten sind gleich 30 km/h. Oder ab hier schon? Beethovenallee. So. Kreisverkehr, erste Ausfahrt. Auch sehr schöne Gegend hier. Gefällt mir. Ach genau, das war die Strecke hier. Jetzt habe ich sie halbwegs im Kopf drin. So, Mozartweg. Würde ich sagen, fahren wir uns bis Mozartweg und machen wir im nächsten Video das mal weiter. Kommt im Laufe der Woche auf jeden Fall, ich gehe mal von aus. Hoppala. Donnerstag vielleicht. Mal schauen. Ja, indem ich die Zeit habe. Und dann passt das so. Halten wir mal hier an. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch gerne ein Abo da. Einen Daumen nach oben über das Abo freue ich mich natürlich sehr gerne. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.